Leute, das wird eine Videoantwort für Guido von Survival Kursen. Sein Thema ist Notsignale. Für mich ist es erstmal klar, dass die Reichweite möglichst hoch sein muss. Das heißt, wenn ich im Inland bin, in Deutschland ist es die 112, würde ich die auch als Notruf absetzen. So viel muss Batterie noch drin sein, damit das noch möglich ist. Also bevor die Batterie auf absoluter Reserve ist, würde ich eher das Handy ausschalten, damit ich noch Reserve habe, wenn ich nächstes Mal einschalte und ich brauche. Im Ausland müsste ich mir die entsprechende Notrufnummer merken, herausfinden, bevor ich außerhalb der Zivilisation unterwegs bin. Wenn ich das nicht habe, dann sollte ich schauen, dass ich irgendwelche Leute, die ich kenne, anrufen kann, die dann selber den Notruf geben können. Ich sollte mir auch ungefähr merken, wo ich ungefähr lang gelaufen bin. Zum Beispiel, ich bin jetzt hier in der Nähe von Villertenau. Und das würde ich auch denen sagen. Ich bin in den Bergen in der Nähe von Villertenau. Mir ist das und das passiert. Zum Beispiel, ich habe mein Schienbein gebrochen. Ich kann nicht weiter. Kommt, hilft mir. Erst dann macht es Sinn, Notsignale in Form von Rauchsignalen vorzubereiten. Und, oder Lichtsignale, taschenlampenmäßig vorzubereiten, zu schauen, dass man sonst irgendwie schaut, dass man dann gefunden wird. Denn wenn man gar nicht erst auf sich aufmerksam machen kann, dann finde ich, lohnt auch nicht, hier ein Feuer mit Rauch machen, das vielleicht 3-4 Kilometer weit gesehen wird, aber ich brauche unheimlich viel Energie, bis ich so ein Feuer in Gang habe und mit dem gebrochenen Schienbein vielleicht gar auch nicht so gut das Holz finde, das rechte Wichtige. Deswegen erstmal das Handy. Anschließend, wie gesagt, wenn ich schon weiß, Suchtrupps sind auf dem Weg, dann würde ich gucken, dass sie mich schneller finden, indem ich mir eine Pfeife baue oder eine Notpfeife dabei habe, indem ich in der Nacht ein Feuer mache, das ruckzuck vergrößert werden kann, indem ich Lichtsignale auf die Leute, auf die Bewegungen, auf die Geräusche hin sende, die unterwegs sind. Da hat sich das SOS-Signal bewährt. Also kurz, 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 lang, 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 kurz, kurz, kurz. Und genauso kann man auch das beim Pfeifen benutzen. In Alpenregionen ist üblich, das 6-mal zu machen in irgendeiner Form. Also 6-mal pfeifen in einer Minute und dann eine Minute Pause und dann wieder 6-mal pfeifen. Wenn man selber 6-mal pfeifen hört und antworten will, dass man es gehört hat, dass man sich in Bewegung setzt, dann tut man 3-mal pfeifen. Insofern ist 6-mal und 3-mal deutlich zu unterscheiden. Insofern denke ich mal, in unseren Breiten wird man gefunden. Braucht man nicht erfrieren, braucht man nicht dort draußen sich befürchten, dass das alles zu Ende ist. Vielen Dank fürs Einschalten, fürs Bewerten und Kommentieren. Guido, ich danke dir für deinen Kanal. Sehr viel gelernt dort. Ich wünsche euch alles Gute im 2016 und sage Tschüss. So, ich versuche gerade ein Notsignal aus einer Armbanduhr machen. Meistens haben die Armbanduhren hinten einen Edelstahlboden, auch wenn der matt ist. Aber im Sonnenschein, wenn der richtige Winkel da ist, kann man zur Not hier auch ein bisschen auf sie aufmerksam machen. War nun so eine Idee, es würde mich wahrscheinlich dazu führen, mal meinen Fußboden hier von der Uhr entsprechend zu polieren. Okay Leute, ciao.